It's your boy Skinny P. Willkommen, meine Damen und Herren, zur neuen Case. Die Fractured Collection ist da. Ich wollte gerade ins Bett gehen und schon sehe ich, dass hier ein neues Update am Start ist. Und zack, es sind mal wieder Skins. Unter anderem noch viele andere Dinge, aber die Skins schauen wir uns jetzt einfach mal direkt an. Nicht, dass sie mich am meisten interessieren, aber die sind halt für YouTube meistens am interessantesten. Ne? Da haben wir einmal die Akka Legion of Anubis bei April. Kann man jetzt hier erstmal noch nicht drehen. Ja? Ich kann es jetzt gerade nur auf deren Page angucken. Wir schalten eins weiter. Hier kommt die Desert Eagle Print Stream. Die sieht natürlich auch nice aus, klar. Wir gehen eins weiter auf die M4A für Tooth Fairy. Das ist ja heftig, das Ding. Alter Falter. Don't sleep. Nicht schlafen. Deswegen bin ich noch wach. Ja, ja. Damit die nicht kommt und mir die Zähne raubt. Bei Two Minds. Mit zwei gemacht, ja. Ist schick. Also wirklich schick bis jetzt. Also wenn ich nochmal zwei zurückgehe, bis jetzt mein Lieblingsskin, glaube ich, aus der Collection. Das sieht zwar auch heftig aus, aber diese ganze Anubis-Geschichte, die ist ja auch auf der PB Bison drauf, gefällt mir nicht so gut. Ja, als nächstes haben wir eine Glock 18. Und die ist ultra sexy, den. My gosh. Die gesamte Farbwahl und dann noch die Augen da drauf. Edel. Bei Kasi. Kasi, gut gemacht. Was gibt es als nächstes? Hier ist noch eine XM1014 drin. Entombed. Also die ist praktisch aus der Grabstätte herausgesnackt, oder wie? Darf ich das verstehen? Wahrscheinlich. Bisschen wappelig hier, die Linien. Es sieht irgendwie komisch aus. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es schlecht aussieht. Es sieht nur komisch aus. Sparkwire, da hast du wahrscheinlich eine lustige Vision gehabt bei dem Teil. XM1014 ist jetzt aber auch keine Waffe, die man oft spielt. Von daher gehen wir eins weiter auf die Galil AR Connection. Spielt man jetzt auch nicht so oft, aber ich denke schon öfter als die Pump, oder? Ja. Die ist jetzt im Vergleich zu den anderen Skins nicht so heftig. Sieht trotzdem gut aus, aber Fleck und Hexeth. Nächstes Mal noch ein bisschen. Komm. Weiter im Text. Die Tech 9 Brother bei Freddy and Krüger. Ja, komm. Geht. Tech 9 ist jetzt generell auch nicht so. Nicht mehr so beliebt, wie es früher vielleicht mal der Fall war. Ne? Also, Weiter. Komm. Kit Bash. Mitunter angeklebte oder zugeklebte MP5. MP5-Skins sind immer gut, wir haben noch viel zu wenig MP5-Skins, da kann gerne noch mehr kommen. Noch ran, ordentlich ran, sieht schön aus. Was haben wir noch? Oh my gosh, dude. Eine Mac-10 LR bei VoiceVac 9. Die sieht natürlich fett aus, gesellt sich auch so ein bisschen in die Reihe der, wie heißen die, mit dem Wasser drauf natürlich, ne? Und aber auch die asiatisch angehauchten. Ist nice. Voice weg, neues Date. Und Monster Call Max 7. Geil. Die ist ja richtig, richtig geil, alter Falter. Bei Gent. Die ist krass. Die ist wirklich krass. Die gefällt mir echt gut. Also, wenn man den Skin hat, muss man auf jeden Fall öfter Max 7 spielen. Das lohnt sich da, was man da alles sehen kann. Schäh. So, dann gibt es hier noch eine SG-553 All Rusty. Die alte, rostige, verschimmelte SG-553, die wird mitunter ja dann doch recht oft gespielt und mit diesem Skin möglicherweise auch, jetzt nicht zwingend öfter, Erz and Sir Kibble Knight, aber ja, schlecht sieht es auch nicht aus, also es ist schon cool. Was gibt's noch? Oh, da wird Kreddel natürlich ausrasten, ja, hier mit diesem 3D-Effekt Runik bei Kai. Kai, schön geworden, sieht gut aus. Das soll ja dieser ne, Tiefeneffekt sein, oder? Das sollen so Rillen sein, ne, die man da erkennt. Ist bei der Pipedown ja auch, bei der Mac-10, glaube ich. Ist das auch verwendet? Das sind, glaube ich, die zwei einzigen Skins, die sowas haben. Also jetzt mit dem hier. Schön. Muss man dann mal in-game sehen, wie das dann so wirkt, wenn man es bewegt. Bei der Pipedown ist halt ganz schnell die Illusion weg, wenn du sie leicht anschrägst. Gibt es denn noch was? Oh! P90 Fright. Bei Moonfighter, Korn, Senk und Elf It oder Lilith. Die ist nice, die muss man auf Train spielen, dann hat man wahrscheinlich direkt einen Vorteil, ne? Wenn man das schicke Teil da spielt mit dem Mäuschen drauf. Das ist praktisch der Counter zu Popdog. Und dann haben wir noch eine Mainframe, den Skin kennt man ja, glaube ich, schon so, eine Mainframe an sich, 001 Scout bei DC und Multi. Ja, ist jetzt nicht so ultra besonders, aber schlimm auch nicht, ja. Und, alter Falter, Gnarled, eine Gnarled P2000. Die sieht wiederum echt geil aus. Also es ist noch nicht mal irgendwie absteigend von links nach rechts, sondern die ist wieder in Richtung Highlight gehend, auf jeden Fall. Wir haben gerade heute im Stream drüber gesprochen, P2000 USPS, warum das eine und nicht das andere? Ich habe geantwortet, dass ich die USPS halt einfach oft spiele, weil ich sie immer spiele. Und was anderes, Umstellung, ne? Warum was umstellen, was doch gut läuft?
Klar, so ein Skin kann dich natürlich dazu bringen, dass du auch mal die andere bespielst. Also ich habe diese mit den zwei Fingern irgendwann drauf bekommen, mit den Pow oder wie die heißt, oder Fingerbang oder sowas, und auch mit Star Trek. Und dann habe ich die natürlich öfter gespielt oder viel gespielt, weil ich den Skin halt so cool fand und die Star Trek-Geschichte aufballern wollte. Bin aber jetzt wieder zu USPS gekommen. Naja, gibt's da noch was? Ah, es ist ja noch was drin. Die Ultralight Negev. Ja, die ist jetzt auch eher light halt, ne? Eher schwach. Und jetzt... Guck mal da, eine Kassette, P250 bei Michovi. 80er Style, schön, nice. Auf jeden Fall besser als die Negev. Ich glaube, das war's, ne? Ja, da fangen wir von vorne an. Also die Skins sind nice. Ich denke, wir reden jetzt ja auch nicht großartig über die Nutzen der Skins oder warum schon wieder Skins, warum nicht Anti-Cheat oder sonst was. Das ist jetzt erstmal wurscht. Die Skins an sich sind schön, ja, neue Case scheint edel zu sein. Wie gesagt, mein absolutes Highlight bei der Case ist, sind M4 und Glock. Die sind wirklich richtig, richtig nice. Klar, hier hinten war dann auch noch einiges, was nicht schlecht war, wie zum Beispiel die hier. Oder auch, okay, klar, also Mac 7, die ist noch ganz vorne mit dabei. Da können die alle anderen nicht mithalten mit diesen drei eben genannten, also Mac 7, Glock und M4, meiner Meinung nach zumindest. Und klar, die Anubis kommt dann auch in nicht weiter Ferne. Schöne Skins. Schreibt gerne dazu, was ihr dazu sagt. Also wie gesagt, nicht schon wieder Skins. Nicht über die Qualität des Updates, sondern was ihr zu den Skins sagt. Gefallen euch die Skins? Werdet ihr möglicherweise eine Kiste, wenn ihr sie denn gedroppt bekommt, öffnen und gucken, was so geht? Oder sagt ihr euch? Schreibt es in die Kommentare, macht das gut. Bis gleich. Ich meine, bis gleich, Alter. Ich gehe jetzt mal ins Bettchen. Wir sehen uns morgen. Nee, heute. Heute um 22 Uhr Livestream. Freitag, 22 Uhr Livestream. Wird gebollert, Alter. Kommt dazu. Macht's gut und bis gleich. Schön, du bist gleich gesagt, bin ich dumm.